So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 4. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Einen Blick auf den DAX werfen natürlich. Neue Allzeithochs. Endlich möchte man was sagen. So ein bisschen mit einer deutlichen Verzögerung zu den US-Märkten. Follow-through bleibt aus auf der Oberseite. Also in den Squeeze gehen wir nicht. Wir hatten gestern auch schon zum Thema gemacht, woran das potenziell liegen könnte, sofern solch ein Lauf sich überhaupt abzeichnet. Natürlich, das muss man davor sagen. Ist allerdings ziemlich nach Plan gelaufen. Möchte ich mal so formulieren. Wir gehen gleich noch mal kurz auf meine DAX-Analyse von gestern. Schon früher Nachmittag, also vor der US-Eröffnung, hatte ich die schon geschrieben gehabt, mit Ausblick auf die Fed am Abend. Und die Fed hat genau so geliefert, eigentlich, wie wir es schon erwartet hatten. Und zwar auch mit ganz klarem Verweis auf den Fed-Taper. Ich hatte gestern bei Twitter, hatte ich einen Vermerk gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber da schrieb, das glaube ich, war eine Traderin tatsächlich sogar. Schrieb, das war wahrscheinlich die Ankündigung des mit Abstand expansivsten Tapers, den man sich überhaupt hätte vorstellen können. Und ja, also wir werfen gleich einen Blick drauf. So spektakulär ist es nicht, aber es erklärt zumindest, wo die Bullishness dann in den Abend hinein herkam. Wir werfen einen Blick auf Roku, gestern nachbörslich mit Zahlen. Auch hier machen sich sogenannte Supply Chain Issues bemerkbar. Also das heißt Unterbrechungen in den Lieferketten in Bezug auf das Equipment, welches zur Inanspruchnahme der Dienstleistung von Roku, das ist ein, ja, man könnte sagen, der TV-Streaming-Anbieter. So im Großen und Ganzen, wir werfen da gleich noch einen Blick drauf, hatte infolgedessen einen Einbruch im Revenue-Bereich, beziehungsweise auch eine verhältnismäßig durchwachsene Guidance, glaube ich, veröffentlicht gehabt. Gap Down auf jeden Fall und zeichnet sich potenziell bärischer Verlauf ab. Zillow gestern, Z, die Aktie hatten wir, das ist diese Real Estate Firma, die dort dieses Home Flipping Business abgestoßen hat, infolgedessen auch einen entsprechenden, also eine Verspekulation in Anführungsstrichen sich verspekuliert hat und infolgedessen es da diesen massiven Drop gab post der Earnings und gestern, ich war selber überrascht, ehrlich gesagt, als ich diesen Verlauf gesehen habe. Wir sind wirklich den eigentlich in den kommenden Tagen erst erwarteten Bereich um 65 sollten wir die 70 Drop mal angelaufen. Jetzt wird es allerdings super interessant, weil jetzt sind wir so weit überdehnt auf der Unterseite, dass sich mehr oder minder die Frage stellt, ob dort nicht eventuell zeitnah bei uns anstehen könnte. In der Vorbörse zeichnet sich das schon so ein bisschen ab. Wir werfen auch heute einen Blick drauf. Gold, Silber natürlich gestern erneut zunächst mit Abschlägen, vielleicht infolge der ADP-Zahlen. Da werfen wir einen Blick drauf, besser als erwartet gewesen. Morgen sind die Non-Farm-Payrolls. Also unsere Agenda ist packed für heute. Wir werden auf jeden Fall diverse Märkte eben tatsächlich covern. Nutzt gerne die Möglichkeit, parallel hier Fragen zu weiteren Märkten in der Chatbox zu stellen, auf die wir dann eingehen können. Bevor wir offiziell starten, einmal der Blick hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jeden Anleger geeignet. Persönliches Risikoprofil erstellen ist essentiell. Dann kann man mit einem risikofreien Demokonto auf markets.com/de eben beginnen und kann dort ausgehend davon eben schauen, ob der Handel sich für einen eignet. Wenn man dann die Entscheidung trifft, ja, passt, das ist meine Welt in Anführungsstrichen, dann kann man dort natürlich auch ein Live-Konto eröffnen. Darüber hinausgehend auch weitere Investlösungen in Anführungsstrichen, also das heißt Multi Asset Brokerage im Hinblick beispielsweise auf physische Aktien, ETFs. Gerne per E-Mail Elena kontaktieren für weitere Informationen als Ansprechpartnerin hier für den deutschsprachigen Bereich. Und ja, wenn ihr Fragen an mich habt, wie gesagt, gerne hier während des Streams diese stellen, live stellen, beziehungsweise wenn ihr euch die Aufzeichnung jetzt auf YouTube anschaut, des Videos, gerne unterhalb dieses Videos in der Chatbox die Fragen zu den Märkten stellen, eure Einschätzung teilen und dergleichen. Gerne Daumen oben lassen natürlich, wenn euch das Video gefallen sollte. Das ist mal ganz nett, ehrlich gesagt. Twitter habt ihr eine Möglichkeit, mich zu kontaktieren, @jensglattfx. Dann habt ihr eine Möglichkeit, mir eine Mail zu schicken, natürlich, oder geht über meine Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr eine Trading-Chatbox. Parallel dazu eine Discord-Community. Da werde ich gleich auch nochmal einen Link zu einstellen. Da hatte ich gestern auch die Plays für zum Beispiel Zillow thematisiert. Zweites Play, was interessant sein könnte, Bed Bath Beyond. Da sind wir gestern im Morning Meeting drauf eingegangen. Und während ich weiter rede, hier schon mal der Blick in die Markets X Handelsplattform. So. Oh, jetzt sehe ich gerade, ich hätte vielleicht nochmal guten Morgen schreiben sollen, beziehungsweise sollte vielleicht mal hier ganz kurz auch das Fenster öffnen. So, jetzt bin ich so schnell gewesen. Also Bed Bath Beyond gestern mit einem, ich nenne es mal jetzt kleinen Blutbad tatsächlich, erneut. Und ich hatte mich auch dann dazu entschieden, gestern Abend noch dazu vielleicht auch ein potenzielles Playbook erstmal zu erstellen. Und zwar dahingehend, dass man einfach mal so eine Idee formuliert, was dann eigentlich gestern passiert ist. Also, das ist nämlich tatsächlich ein bisschen weitergehend. Wir erinnern uns an diese sehr katastrophalen Earnings zum Beispiel in dem Hinblick, in der Hinsicht. Wir hatten jetzt zum Thema gemacht, dass die Aktie ein extrem hohes Short Interest hat
Und dieses extrem hohe Short Interest hat dann eben eine Squeeze begünstigt. Die hat schon begonnen hier am Vortag. Und dann sind wir ja mit über 70% aufwärts gegappt, deutlich tief in die 20er Gefilde. Hier kann man das gar nicht so gut erkennen übrigens. Muss man ganz kurz hier gucken. Ja. Ach, oh ja. Naja, das ist natürlich blöd. Ja, das ist ein bisschen verzögert, ehrlich gesagt. Hier, 14:30 Uhr ist der Handelsbeginn eigentlich schon. Ein Moment. Gehen wir mal ganz kurz hier auf Bed Bath Beyond. Und also hier gab es diese Squeeze in der Vorbörse und dann drifteten wir schon abwärts. Und ich hatte ja gesagt, Inflection, glaube ich, hatte ich auf 25 gelegt. Ich müsste jetzt nochmal genau schauen in den Gameplan. Aber wir haben hier schon bereits gesehen, da toppten wir da. Also wir poppten erst so leicht aufwärts, nachdem dieser Abwärtsdruck, der sich hier abgezeichnet hat, von in der Spitze 32 Dollar, rollten dann allerdings gegen 27 über. Und dann gab es einen richtigen Sellout unter die 20er-Marke. Wir haben im Bereich der Tagestiefs geschlossen. Ja, und was da potenziell passiert ist, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, wir formulieren gleich noch ein Second Day Play, aber das, was man hier potenziell gesehen hat, war einfach mal eine Einladung in Anführungsstrichen für Hedgefonds abzuladen. Und zwar in richtig großem Stil. Weil wir erinnern uns dran, Bed Bath Beyond hatte ja, dazu gehe ich mal ganz kurz hier auf den, ja, Tag, können wir eigentlich machen, hatte hier Zahlen veröffentlicht gehabt. Das war am 30. September. Wir hatten damals, ja, waren auf der Suche in das Ende des Quartals hinein nach potenziellen Earnings Plays oder heißen Aktien eventuell. Und ich hatte gesagt, naja, Bed Bath, wir mal gucken, wie die Zahlen veröffentlicht werden. Und dann waren die abgrundtief schlecht, also wirklich richtig schwache Guidance. Und alles begünstigt natürlich, oder hauptsächlich begünstigt durch den anziehenden, durch die anziehenden Inflationssorgen, steigende Preise, beziehungsweise nicht steigende Preise im, steigende Löhne, also Lohnkosten, die eben anziehen, weil man eben auf der Suche ist nach Händering ist, auf der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften und dergleichen. Inflationsdruck, Unterbrechung der Lieferketten und dergleichen. Und alles das hat dazu beigetragen, dass eben der Growth, oder nicht der Growth, sondern die Revenue Guidance, also das heißt, was man für die nächsten Quartale erwartet, einfach massiv enttäuscht haben von dem, was die Street erwartet hat. Die Aktie gappte richtig stark down, also das war damals von 22 Dollar, sind wir in der Spitze hier. Über 30, fast 40% verkauft worden und haben uns auch nie davon erholen können. So, und jetzt stelle man sich mal vor, man hat hier, und da können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Also, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, bevor wir gleich auf den DAX blicken. Wie gesagt, wir haben da Allzeithochs, aber so spektakulär schätze ich ja nicht da. Also, das ist jetzt Bed Bath Beyond auf finwiz.com und, oh, wir haben gar keine Zahlen zu Institutional Ownership hier angegeben. Okay, das ist interessant. Also, was auch immer der Grund ist, warum diese Zahl jetzt hier ausgelassen wird, aber also es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was schon lange Zeit an der Börse eben unterwegs ist. Und jetzt stelle man sich einfach mal in dieser Konstellation vor, du bist aus welchen Gründen auch immer long positioniert in der Aktie, hast die Aktie in deinem Portfolio als Value-Titel dann eventuell, auch das ist kein Growth-Titel im klassischen Sinne, High-Beta-Stock oder sonst dergleichen, sondern Value-Titel. Und dann kriegst du so ein Earnings-Release eben hier und die Aktie, die sieht eben entsprechend dieses scharfe Gap down und du siehst diese Niveaus nie wieder. Jetzt hast du also noch Aktien im Portfolio und suchst irgendwie in Anführungsstrichen einen Preis, wo du das einigermaßen attraktiv abstoßen kannst. Ja, und dann kommt die Einladung seitens in Anführungsstrichen Wall Street Bets, beziehungsweise seitens hier der Reddit Trading Army von Privatanlegern, die in der Aktie identifizieren, dass eine riesen Shortfloat besteht. In dem Fall, ich will es nicht überbewerten, weil es kein Low-Float-Stock ist, aber weniger als also 100 Millionen Aktien umgehen. Das ist der sogenannte Shares-Float. Und die sich sagen, na, wir squeezen wieder ein paar Hedgefonds raus und realisieren gar nicht im übertragenen Sinne, dass sie damit denjenigen welchen in die Karten spielen, die auf diesen schwachen Earnings Release jetzt auch aus fundamentaler Perspektive einen Grund haben, ihre Aktien abzustoßen. Und das ist genau das, meiner Einschätzung nach, was da gestern passiert ist. Nochmal hier auf die 5-Minuten-Ebene. Und wo wir dann eben diesen massiven Ausverkauf gesehen haben und der vielleicht auch noch nicht zum Ende gekommen ist. Also dieser schwache Schluss, den wir hier gesehen haben, das erhöhte Volumen, also nur um das mal ganz kurz einzuordnen, da gehen im Schnitt 6,94 Millionen Stücke um. Gestern sind 104,964 Millionen Aktien gehandelt worden. Also das 20-fache dessen, was normalerweise gehandelt wird. Das heißt, da ist im Grunde genommen einmal der Float umgegangen, in Anführungsstrichen. Und da sogar noch ein bisschen mehr. Also das heißt, ein bisschen mehr als eine Aktie hat im Grunde genommen den Anleger, den Trader gewechselt eben. Das ist also eine sehr, sehr aktiv gehandelte Aktie. Und ausgehend von diesem fundamentalen Bild und auch dieses deutlichen Abverkaufens, also dieses rein auf Short Squeeze basierenden Impulses, ist durchaus davon auszugehen, dass wir heute weiteren Abgabedruck sehen. Und wenn ich mir das jetzt in der Vorbörse angucke, da gibt es zwei Szenarien eigentlich noch, auf die ich warte.
hatte. Das erste Szenario ist, dass wir vielleicht einen kurzen Pop in die Öffnung über die 20 sehen. Also die 20 dürfte für heute zur Öffnung so die Inflection sein. Das ist ja der Bereich, an dem wir uns orientieren. Es gibt vielleicht einen kurzen Pop nach oben, der vielleicht auch ein bisschen heftiger ausfällt, wo dann der Bereich um 21, das sind hier so zwei Zwischenhochs gewesen, vielleicht dann aber auch hier der Two-Day-Rewop, der zwei tagesvolumengewichtete Durchschnittspreis, etwas höher die 22er Region, wo wir dann Schwierigkeiten bekommen, eventuell überrollen und das für einen Short Trade einlädt. Alternativszenario ist, dass wir direkt hier die gestrigen nachbörslichen Tiefs um 19 Roundabout eben im direkten Opening, bärischen Opening Drive Szenario brechen. Also das heißt gleich vom Open wieder abverkauft werden, ähnlich zu gestern. Und dann in dem Zusammenhang diese komplette Squeeze, die wir hier nachbörslich am Dienstag eingeleitet haben, auflösen. Und dann haben wir auf der Unterseite Potenzial bis Richtung 17, eventuell oder sogar darunter. Wenn man sich überlegt, dass die Aktie eine verhältnismäßig niedrige ATR hat, also das heißt, wir mit verhältnismäßig kleinem Risiko meiner Einschätzung nach in so einen Trade reinkommen, kann das CFV für solch einen Short Trade, trotz des Umstandes, dass wir schon massiv gestern verkauft worden sind, sehr, sehr attraktiv eben tatsächlich nochmal werden. Also das zu Bed Bath Beyond, das neben fundamentalen Gründen, also der Haupt Treiber gestern, der dazu geführt hat, das war ja die Geschichte mit Kroger. Kroger ist ein großer Grocery Store Anbieter, also das heißt im Bereich Gemüse bzw. Obst. Einzelhandel, mit dem man hier eben entsprechend kooperiert, plant zu kooperieren im Online-Segment und wovon man sich dann hat vielleicht auch viel mehr versprochen, als schlussendlich da über den Ticker gelaufen ist, der dann allerdings hier dann nur dazu geführt hat, weil es das grundsätzlich übergeordnete Geschäftsfeld von Bed Bath Beyond nur bedingt eventuell begünstigt, dass das dann dazu geführt hat, dass eben Hedgefonds dann gesagt haben, hier können wir nochmal günstig abladen und das eventuell auch heute im weiteren Handelsverlauf eben tatsächlich tun. Durchaus eine Überlegung wert an der Stelle und deswegen auch eine Aktie, die durchaus von Interesse ist. Also BBBY. Dreimal B und Y findet ihr hier in der MarketsX Handelsplattform und Ziel ist, wie gesagt, sollten wir weiter bärisches Momentum auf dem unter die 20 droppen, Gap Close. Also das heißt, in diese Gefilde verkauft werden eben hier Roundabout um 16, 70, 17 ungefähr auf der Unterseite. So, das also erstmal zum Einzeltitel als Einführung. Da bin ich jetzt ein bisschen von Höchstchen auf Stöckchen gekommen. Wir blicken jetzt erstmal auf den DAX und dann arbeiten wir uns von da weiter. Ich habe gestern auch in der Chatbox gesehen, da war noch eine Frage zum Nasdaq. Auf den werfen wir heute natürlich auch mal einen Blick. Bevor wir allerdings mit dem anfangen, wie gesagt, einmal hier der Blick auf den DAX. Also, choppiges Treiben gestern. Dann Bullishness in den Abend hinein ab 19 Uhr. Also, es ist ganz klar erkennbar, da gibt es einen Kausalzusammenhang zwischen der Fed-Sitzung gestern Abend. Also 19 Uhr, deswegen normalerweise 20 Uhr. Ganz kurz zur Erklärung: Wir haben aber eine Zeitverschiebung jetzt nur noch von 5 Stunden bis jedenfalls zum nächsten Wochenende und da wird dann auch in den USA auf Winterzeit umgestellt. Also, wir haben ja letztes Wochenende eine Stunde die Uhr zurückgestellt und dadurch sind wir eine Stunde näher an die USA rangerückt. Und somit von 15:30 zu 14:30 zum Wall Street Open, beziehungsweise wenn 20 Uhr normalerweise die FOMC ist, also die Fed-Sitzung, dann sind wir jetzt bei 19 Uhr. Und das ist unverkennbar, dass es hier offensichtlich einen Kausalzusammenhang gibt, dass die Fed da der Grund ist. Dieser bullische Drive, der wurde natürlich getragen und auch das in den Mittelpunkt rücken der Allzeithochs, das hatte sich hier am Abend schon abgezeichnet. Deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Heute war es eigentlich dann nur noch ein kurzer Schritt, einen Schritt über diese Allzeithochgrenze. Wir haben aber eben kein weiteres bullisches Momentum aufgenommen. Und jetzt gibt es ein kleines Problem in Anführungsstrichen. Also einerseits möchte ich im derzeitigen Umfeld nicht long sein, den DAX. Das ist gegeben durch den Umstand, wie wir es gestern geschildert hatten, durch das erhöhte Open Interest geschriebener Calls auf die 16.050 bzw. auf die 16.100er Marke. Diese zwei blaufarbenen Balken hier, die herausragen, die verfallen zwar erst morgen in 2 Wochen, also am 19.11. Nichtsdestotrotz, dadurch erwächst auf der Oberseite ein natürlicher Widerstand. Also sprich, etwas anders formuliert, wir sollten an dieser Stelle hier nicht wirklich erwarten, dass wir einen starken Follow-through zu sehen bekommen, weil das Open Interest doch deutlich herausragt und sehr eng hintereinander gestaffelt ist. Also da entsteht einfach ein natürlicher Widerstand durch die Stillhalter, die sagen, wir wollen den Markt nicht oberhalb dieses Levels sehen. Der Kehrseite muss man aber auch sagen, und genau da ist es dann eben jetzt, einerseits sagst du, okay, dann sollten wir vielleicht die Short-Seite favorisieren. Ich muss allerdings wiederum auf der Kehrseite gestehen, dass die Short-Seite auch nur bedingt interessant ist, weil ich spätestens hier um 15.960, 970, also das heißt, diese Konsolidierungshochs von gestern, die wir dann ab 19 Uhr gebrochen haben,
spätestens eine starke Unterstützung sehe, eine deutlichere Eintrübung erst eigentlich mit Drop unter die 15,9, beziehungsweise vielleicht würde sogar der ein oder andere sagen, ich sehe eine deutliche Eintrübung erst, wenn wir unter die Ausbruchsregion hier um 15.800 Punkte zurücksetzen und unterhalb schließen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wir haben zwar Intraday jetzt gerade hatten, so möchte ich es formulieren, heute früh, und das hat man dann ja auch in meinem Tweet zum Beispiel gesehen, ich schrieb das heute früh, unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, den Vorteil zwar auf der Short-Seite, aber man sollte im übertragenen Sinne die Berge auf der Short-Seite nicht in die, oder die Bäume an der Stelle nicht in die Höhe wachsen sehen, weil wir bereits um diese Ausbruchregion um 79 eine potenzielle Unterstützungsregion finden und dadurch das Chance-Risiko-Verhältnis durchwachsen, bis eher unattraktiv eben tatsächlich ist. Also das bedeutet anders formuliert, wir haben sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite wahrscheinlich nicht wirklich viel zu erwarten. Und das wiederum führt dann dazu, dass der DAX insgesamt sich gerade in einem potenziellen oder vor einem potenziellen Konsolidierungsmode wiederfindet. Also das heißt zwischen 15,79 nach unten und 16,50, 16,100 aller spätestens nach oben eben seitwärts konsolidieren zeigen sollte. Also innerhalb einer Range von maximal 20, 100, 120 Punkten oder 1% eben roundabout pendeln sollte. Und das dürfte sich auch erst dann ändern, wenn eben entsprechend ein fundamentaler Trigger geliefert wird. Der wird frühestens durch die US-Märkte geliefert. Der könnte dann eben hier den Bruch auf der Oberseite nach sich ziehen. Aber nochmal, wir sollten so ein bisschen wahrscheinlich Vorsicht walten lassen bei Trades im DAX, beziehungsweise vielleicht unseren Fokus wirklich eher auf andere Titel wenden, weil einfach diese Gesamtkonstellation alles andere als attraktiv ist, nachdem wir jetzt durch nach oder nach Überwinden der 15.800 diese Region eben angelaufen haben. Wir sind auch alles in allem, das muss man auch dazu sagen, doch relativ steil jetzt gelaufen, in Anführungsstrichen. Also das kann man ja hier erkennen, diese Aufwärtssequenz, die wird jetzt auch, und das ist das Nächste, was dann auch der Long-Seite so ein bisschen entgegenspricht. Wenn wir diese Aufwärtstrendlinie hier an dieser Stelle ziehen, die auch diverse Auflagepunkte hat, das kann man erkennen, kurzer Flash gab es hier, aber dann diese diversen Auflagepunkte. Es zeichnet sich ab, dass wir seitwärts aus dieser Struktur rauslaufen, was eben das bullische Umfeld grundsätzlich beginnt so ein bisschen einzutrüben. Aber nichtsdestotrotz, und dann kommen wir jetzt eigentlich zur Fed, die Short-Seite, die sollte ebenfalls nicht wirklich favorisiert werden, trotz dessen, was die Fed im Hinblick eben auf den Taper geliefert hat. Also zumindest mal gegeben dem aktuellen Status quo. Mal schauen, ob jetzt es dann zu scharfen Anstiegen innerhalb des US-Zinses kommt. Weniger durch den Taper getrieben, vielleicht dann durch entsprechende Arbeitsmarktdaten aus den USA, aber ich will das mal ganz kurz hier einfangen. Moment, das ist der Earnings-Kalender. Hier sind gestern zwei Retweets von mir reingelaufen. Da kann man sehen, Benchmark Interest Rate unchanged, also keine Zinsanhebung. Und das sieht auch nicht danach aus, dass solch eine Zinsanhebung zeitnah stattfindet. Das war in den Kommentaren von Mr. Powell gestern doch sehr deutlich erkennbar. Aber das war das, was wir eben hier, was ich erwartet hatte, beziehungsweise was ich als potenziell bullischen Treiber schon frühzeitig thematisiert hatte, sollte es sich wiederfinden. Tapering starting November. Also wir fangen jetzt an, die Anleiheaufkäufe zu reduzieren. 15 Milliarden Gegenwert. Das bedeutet, wir laufen aus diesbezüglich, also sind auf Null zurückgefahren, nächstes Jahr im Juni, Juli, so in dem Dreh, wenn man das hochrechnet. Aber, und das ist der Punkt, und das ist eigentlich das, um was es hier hauptsächlich geht. Oh, verdammt, das war jetzt blöd. So, aber prepared to adjust taper as warranted. Was bedeutet das übersetzt? Das bedeutet, man ist willens, die Reduktion der Anleiheaufkäufe anzupassen, sofern man es als gegeben erachtet. Das bedeutet anders formuliert, sollte es Turbulenzen geben, Leute, macht euch keine Sorgen, die Fed ist da. Die wird euch in Anführungsstrichen die Marktbedingungen so weiter präsentieren und den Markt beruhigen mit ausreichend Liquidität, eventuell sogar runterfahren des Tapers und sagen, okay, dann gibt es keinen weiteren voranschreitenden Taper. Sollten es zu Spikes in den Zinsen kommen, die sich jetzt ergänzen, auch zeigen, zum Beispiel durch anziehende Inflationserwartungen, no worries, the Fed is there. Ja, also das bedeutet etwas anders formuliert, das ist das, was hier in diesem Satz steht. Ich hatte das gestern, ich gehe nochmal ganz kurz hier auf meine, eigentlich habe ich schon in der Headline geschrieben, also diese Analyse, die habe ich gestern eingestellt gegen 14 Uhr, 13:30, 14 Uhr ungefähr. Da steht Fed Taper ausgemachte Sache, das war soweit schon klar, damit durfte man rechnen, doch gibt es eine Hintertür. Und was meine ich mit der Hintertür? Genau das, was man eben hier in diesem Statement
sich widerspiegeln sieht. Und das habe ich dann auch am Ende nochmal genau so herausgeschrieben. Ich habe gesagt, natürlich sollte man die FED-Notenbankerscheinung am Mittwoch im Hinterkopf behalten. Seitens der FED bzw. Powell wird erwartet, dass eine Reduktion der Anleihekäufe verkündet wird. So geliefert. Interessant dürfte eher sein, ob es im FED-Statement im Hinblick auf den Taper eine Hintertür gibt, die in Richtung, sollte es infolge des Tapers zu Verwerfung an Finanz- und Kreditmärkten kommen, Austrocknung der Liquidität dort und dergleichen, dann stünde die FED selbstverständlich Gewehr bei Fuß. Eine solche Hintertür könnte ein stark bullischer Trigger sein. Also so stark bullisch war er jetzt nicht, also jedenfalls nicht in Bezug auf den DAX, aber wenn wir gleich auf den S&P und Nasdaq schauen, dann schon. Auf der Kehrseite wäre genau das kurzfristig etwas, was den Bären in die Karten spielen könnte. So, jetzt haben sie die Hintertür, haben sie im Grunde genommen sich offen gehalten, bedeutet etwas anders formuliert, diese Bullish-Reaktion ab 19 Uhr ist genau dann infolgedessen auf den Weg gebracht worden. Und dann schauen wir, wie gesagt, mal kurz auf den S&P und dann haben wir auch entsprechend die Reaktion hier. Das ist 19 Uhr, da kommt eben entsprechend diese Kommunikation. Wir starten um 6,30 roundabout, toppen aus im Bereich um 6,70. Also fast 1% Aufschläge hier an dieser Stelle. Stark bullischer Drive, nochmal eine sehr stark bullische Beschleunigung und somit auch weiteres Halten dieser Trendlinie, die wir ja auch hier zum gestern zum Thema gemacht haben. Also es gibt aktuell weiterhin keinen Grund, trotz jetzt Taper irgendwie davon auszugehen, dass die FED irgendwo in irgendeiner Form den Markt nicht weiter mit Liquidität unterstützt und folglich eben sind die bullischen Vorgaben weitergegeben. Also anders formuliert, die Tür in Richtung nicht nur einer Jahresendrallye, sondern eventuell sogar ein konkretes Kursziel, 5000 Punkte zum Jahresschluss ist weit aufgestoßen geworden. Gestern durch diesen kleinen Nebensatz, der dort eben sich wiederfindet. Das Gleiche spiegelt sich dann auch beispielsweise im Tech-Bereich wieder. Du würdest eigentlich davon ausgehen, dass eine Reduktion der Anleiheaufkäufe und somit ein auch Spike in den Zinsen. Auch dazu, wir gehen mal ganz kurz hier in meine Zinsendarstellung. So, du würdest eigentlich davon ausgehen, dass solch eine Kommunikation hier dann zu stark bullischem Momentum eigentlich führen dürfte. Aber stattdessen sehen wir eigentlich eine relativ neutrale Reaktion. Da gibt es einen kurzen Spike auf der Oberseite. Das sind dann, in Anführungsstrichen jetzt mal sehr plump gesprochen, Algos, die sagen einfach, oh, Taper, Zins rauf, weil Anleiheaufkäufe werden reduziert. Wir haben die negative Korrelation. Also das heißt, wenn du die weniger stark kaufst, die Anleihen, poppen die Zinsen auf der Oberseite. Du siehst einen kurzen Pop, aber du siehst, das ist rein algo-getriebenes Momentum, was hier auf den Weg gebracht wird kurzfristig. Das wird sofort wieder abverkauft, weil sich dann nämlich herauskristallisiert, dass die FED hier an dieser Stelle eigentlich gar keine Intention zu verfolgen scheint, dem Markt in irgendeiner Form die Liquidität abzuschöpfen, beziehungsweise in irgendeiner Form darüber hinausgehend auch Zinsanhebungen in Aussicht zu stellen. Wir wollen das mal ganz kurz vielleicht auch hier einfangen. Das habe ich noch gar nicht vorbereitet, aber da können wir einen Blick drauf werfen. Und zwar auf sogenannte Fed Watch Tool. Wir erinnern uns mal dran. Ich hatte das jetzt noch nicht geschaut übrigens. Ich bin nicht mal gespannt, in welche Richtung sich das bewegt hat. Wir hatten bei der letzten Fed-Sitzung. Okay, das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Aber mal gucken. Wie gesagt, also das scheint größtenteils im Markt eingepreist zu sein. So hingehend würde ich das interpretieren. Was sich hier mehr und mehr zeigt, oder beziehungsweise erstmal ganz kurz, um das zu erklären. Also, was wir hier haben, ist ausgehend vom Terminmarkt die Wahrscheinlichkeit, mit welcher die Marktteilnehmer ein bestimmtes Zinsniveau in der Zukunft seitens der FED erwarten, also Leitzinsniveau. Und was die FED, beziehungsweise nicht die FED, sondern die CME hier an der Stelle macht, also da, wo Terminkontrakte gehandelt werden, Optionen ganz besonders, die extrahieren von Optionen entsprechend eben dann die jeweiligen Kennzahlen in Anführungsstrichen und berechnen ausgehend von dieser eine Wahrscheinlichkeit, mit welcher die Marktteilnehmer, die ja diese Preise für die Optionen jeweils eben in den Markt stellen, also Geld- und Briefseiten, berechnen ausgehend davon, wie die Einschätzung basierend auf entsprechenden mathematischen Modellen ist in Bezug auf die Zinsniveaus in der Zukunft. Also das heißt, die extrapolieren das im Grunde genommen. Und nach der letzten FED-Sitzung, das war im September, also vor 6 Wochen, da hatte die FED ja mehr oder minder überraschenderweise sich relativ restriktiv kommunizierend gezeigt, nämlich im Hinblick nicht nur auf den Taper, sondern auch darüber hinausgehend eventuelle Zinsanhebung, was dann auch seitens des Terminmarktes so gespielt worden ist. Da hatte man bis Ende des Jahres 2022, und da kommt nämlich jetzt ganz der Punkt, da kann man das hier oben nämlich eingehen. Das sind die einzelnen FED-Events, also da kann man die Daten sehen, wann die FED eben tatsächlich tagt, gestern 2. November. Entschuldigung, 2. November ist Quatsch. Das war Quatsch. Das ist natürlich 22. Hier, das gestrige Event November ist natürlich raus, weil das ist jetzt in der Vergangenheit. Das sind die zukünftigen Events.
Was wir hier im Grunde genommen machen, ist, wir klicken auf die jeweiligen Daten in der Zukunft und sehen dann eben entsprechend ausgehend von diesen Berechnungen entsprechend eben die Wahrscheinlichkeit. Wir hatten hier zwei Zinsanhebungen. Also aktuell liegen wir bei 0,0 bis 0,25%. Das ist dieser schraffierte Bereich. Und wir hatten da eigentlich mit, ich glaube, nur einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hatten wir eine Wahrscheinlichkeit für zwei Zinsanhebungen. Zwei deswegen, weil eine Zinsanhebung sind jetzt hier 25 bis 50 Basispunkte. Zwei entsprechend 50 bis 0,75% Leitzinsniveau. Und alles, was darüber hinausgeht, das musst du natürlich da drauf addieren. Also anders formuliert, bis Ende 2022 erwartet man seitens der Fed mindestens eine Zinsanhebung, denn du zählst dann hier von rechts nach links. Und selbst wenn du hier zwei Zinsanhebungen siehst, dann nimmst du diese zwei raus und hast eine Wahrscheinlichkeit hier von 75%, dass die Fed zwei Zinsanhebungen auf den Weg bringt. Also anders formuliert, die tapern jetzt 15 Milliarden pro Monat, fahren ihre Anleiheaufkäufe zurück, sind dann im Juni, Juli nächsten Jahr fertig, sind bei null und dann werden sie ausgehend davon, hier kann man sehen, Juni, Juli, werden sie ab September erwartet, Zinsanhebungen auf den Weg zu bringen. Also sprich, erste Zinsankündigung, so der Markt jedenfalls, das, was er hier erwartet, September und dann wahrscheinlich das nächste Mal im Dezember. Eventuell fangen sie am November und dann im Dezember, je nachdem, um sich nochmal ein bisschen Zeit zu geben in irgendeiner Weise. Und selbst eine dritte Zinsanhebung, dass man erwartet im Grunde genommen, dass sie einen Zinsschritt, dann noch einen Zinsschritt und noch einen Zinsschritt darüber hinausgeht, das wird mit einer Wahrscheinlichkeit hier von 40% derzeit erwartet. Denn ab hier 75 und alles, was dann rechts kommt, das ist eine Wahrscheinlichkeit für drei Zinsanhebungen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Markt, der nimmt das relativ restriktiv eigentlich wahr, was die Fed hier kommuniziert. Die Fed hält sich allerdings deutlich eine Hintertür offen durch eben diesen Prepare to Adjust Taper Pace as Warranted. Und das ist auch genau das, also im Endeffekt, was der Markt hört, beziehungsweise was sich dann entsprechend widerspiegelt, beispielsweise im Nasdaq. Denn der Nasdaq primär konsistiert, bestehend aus Growth-Titel, die von billigem Notenbankgeld getrieben werden natürlich und davon profitieren, auch ganz besonders im Hinblick auf die sehr häufig nicht ausgekehrte Dividende, sondern das Geld, das wird nicht an die Aktionäre ausgekehrt als Dividende, sondern das wird im Grunde genommen reinvestiert in das jeweilige Produkt, was man eben hier als wachstumsversprechend eben sieht. Tesla zum Beispiel kehrt keine Dividende aus, einfach um das mal einzuordnen. Growth-Titel vom Kaliber Nvidia zum Beispiel kehren eine ganz kleine Dividende aus, allerdings, wie gesagt, klein in Relation zur übergeordneten Marktkapitalisierung. Das sind also nicht die klassischen Value-Titel, wie beispielsweise, weiß ich nicht, eine Exxon oder eine Coca-Cola oder sonst dergleichen. Und das, wie gesagt, diese restriktive Haltung, die der Markt erwartet, spiegelt sich absolut null wieder im Nasdaq. Ganz im Gegenteil, wir sehen dann hier einen deutlichen Drive über die 16.000er Marke und konsolidieren auch im Bereich um 16.200 Punkte. Also mit klar weiterem bullischem Potenzial, trotz dieses restriktiveren geldpolitischen Kurses, weil man davon ausgeht, dass jegliche Turbulenz, die sich früher oder später widerspiegelt, im Markt, begünstigt durch Liquiditätsengpässe am Kreditmarkt oder sonst dergleichen, sofort wegliquidiert wird. Dass man sich da keinerlei Gedanken machen braucht und dass dieser Wachstumspfad weiter im Grunde genommen geebnet wird seitens der Fed. Ich will mal ganz kurz hier auch schauen. Wir müssen allerdings langsam so ein bisschen natürlich aufpassen, ne, wenn man sich hier anschaut, übergeordneter Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Ich habe das jetzt schon begonnen, so ein bisschen flacher zu zeichnen. An der Stelle könnte natürlich durchaus Potenzial auch noch ein paar Meter weiter haben, bis 16,5 vielleicht. Es könnte aber durchaus durch diesen stark überdehnten Modus jetzt sein, dass wir gegen 16,350, 16,4 eventuell beginnen, einen Widerstand zu finden. Also aktuell bleibt dieser Modus weiterhin ganz klar bullisch. Das kann man hier oben rechts sehen auf der Stunde. Also wir können ganz klar erkennen, diese Aufwärtssequenz ist ungebrochen. Aber wir sollten auf jeden Fall erkennen, dass nach oben die Luft beginnt dünner zu werden und spätestens, wenn wir jetzt hier früher oder später einen Pull in gegen diesen Bereich sehen und dann anfangen, tiefere Hochs zu markieren. Also ich zeichne das mal ganz kurz ein. Na, meine Idee vielleicht, was ich meine. So. Also wir würden im Grunde genommen, ich gerade das jetzt ganz grob, wir sehen irgendwie eine Extension. Das ist da oben die übergeordnete Aufwärtstrendlinie. Von dort kommt ein Pull-in gegen diese Aufwärtstrendlinie und dann fangen wir an, ein tieferes Hoch zu markieren. Dann könnte das der Beginn sein für eine tiefere Korrekturbewegung, wobei ich jetzt mittlerweile sagen würde, auch durch die Saisonalität und durch das Zeitfenster, in dem wir uns bewegen, November, Dezember, scheint mir eher denkbar, dass wir hier dann auf hohem Niveau seitwärts konsolidieren.
Allerhöchstens. Eventuell gibt es sogar nochmal eine starke Beschleunigung auf der Oberseite und wir brechen sogar dann diese übergeordnete Trendlinie auf der Oberseite und marschieren dann hier in Richtung 17.000 Punkte. Auch das ist ein durchaus ernstzunehmendes Szenario, vielleicht sogar eins, dem ich sogar eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zugestehen würde durch das jüngst skizzierte bullische Bild. Aber so ist der Blick gerade für den Nasdaq. Also der hat gestern eine ganz klar bullische Reaktion auf dieses Fed-Statement, auf den Taper, den anstehenden, auch diese anziehenden Zinsspekulationen gezeigt. Das ist ein relatives Stärkesignal. Und dann bedeutet das im Umkehrschluss etwas anders formuliert, eine weitere Beschleunigung auf der Oberseite ist hier durchaus einzukalkulieren. Spätestens, wenn wir diese übergeordnete Trendlinie beginnen anzulaufen, wird es interessant, dann könnte ein Pullin stattfinden. Sobald wir allerdings oder sofern wir diese Aufwärtssequenz, die wir jetzt hier ausgebildet haben und diese Trendlinie nicht brechen, würde ich mich vorsehen, hier in irgendeiner Form antizyklische Engagements auf den Weg zu bringen. Könnte mir eher vorstellen, dass wir eben vielleicht maximalen Rücksetzer gegen diese Trendlinie sehen, um dann von dort wieder aufzudrehen. Also die Devise lautet hier auch im Tech-Bereich, Nasdaq ganz klar, buy the dip. Nichtsdestotrotz, Stichwort Growth, Wachstum und dergleichen, da sind wir jetzt wieder bei einem Einzeltitel, nämlich bei Roku. Axel, muss ich mal ganz kurz irgendwas einmal groß machen. Also ich nehme mal kurz Lyft, nehme ich raus. Lyft war jetzt gestern nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Also da waren Bed Bath Beyond und Zillow um ein Vielfaches spannender. Roku hat gestern Zahlen gebracht. Sieht nicht so spektakulär aus übrigens. Also jetzt, wir haben, obwohl, das ist ja ein bisschen blöd. Ist nicht so sauber dargestellt. Ja. Also alles in allem, in der jüngeren Vergangenheit haben wir eine recht scharfe Korrekturbewegung gesehen. Eigentlich hier von Beginn, Ende Juli, Anfang August. Relativ scharfe Rücksetzer. Wir sind auch relativ weit ahead of ourselves gelaufen. Also massive Wachstumsaussichten. Ich will das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen, im Chart. Da sieht man das noch ein bisschen besser. So, mal hier die ATR kurz raus. So. Also da kann man das relativ gut erkennen. Also eine massive Beschleunigung, Post-Corona, Stay at Home. Achso, ganz kurz vielleicht zu Roku generell. Roku, Wikipedia, da hat man eine bessere Idee davon, wovon wir hier eigentlich sprechen. American. Gibt es einen deutschen Artikel? Ja. So. Also börsennotiertes Unternehmen aus Los Gatos. Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielen, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das reicht eigentlich schon aus als Einleitung. Also man hat sich schon eine Vorstellung davon, worauf die abzielen. Logischerweise Stay at Home. Das ist natürlich dann eine Firma, auch massiver Growth-Ausblick. Ich muss mal ganz kurz hier schauen, damit ich eine konkrete Zahl habe. Einen Moment. Einen Moment, einen Moment. Dann haben wir sogar eine Zahl. Ich glaube 30% Forward Growth Rate, wenn nicht ganz 40% sogar. Forward Growth Rate 40%. Also aktuell vielleicht möchte man sogar sagen, irgendwie in der Beschleunigungsphase, obwohl das nicht so den Eindruck erweckt, ehrlich gesagt. Wir sind in einer unglaublich breiten Konsolidierung, die wir gerade hier sehen. Und wir sehen jetzt eben auch, und das ist genau der Punkt, das ist so ein bisschen. Es beginnen sich so ein bisschen Sorgen zu etablieren. Also Roku, wie gesagt, Stay at Home, Streaming und dergleichen, hat hier diese massive Wachstumsaussichten eben im letzten Jahr gezeigt. Infolgedessen diese massive Beschleunigung auch gesehen und beginnt jetzt eben eine sehr breit gefasste Konsolidierung einfach, wo wir allerdings wieder in den Bereich der unteren Begrenzung, also der Range-Begrenzung, Konsolidierungszone ungefähr laufen. Also das ist ja dieser Bereich, das kann man ja hier erkennen, das ist so 92. Jetzt in der Vorbörse, also gestern der Schlusskurs lag bei über 300. Wir sind über 10% downgegapped auf diese News, die wir gleich zum Thema machen werden. Aber wir laufen jetzt eben wieder in den Bereich 270 bis 290 ungefähr, der für die antizyklische Fraktion in Anführungsstrichen, also diejenigen, welchen, die auf solch eine Korrekturbewegung mit diesen Wachstumsaussichten eher sich long positionieren, interessant wird Chance-Risiko-Verhältnis von der Long-Seite. Ein Grund für diese durchwachsenen Earnings, die Roku hier gezeigt hat, also Roku gestern nachbörslich zahlen. Da gab es auch noch ein paar andere, aber wir wollen uns auf Roku fokussieren, weil das einfach ein interessanter, also aus im Wachstumsbereich einfach der interessanteste Titel eben tatsächlich ist. Skills vielleicht volumentechnisch interessant, aber mir ein bisschen zu leicht, ehrlich gesagt. So eine ATR kleiner 1 Dollar, deswegen liegt der Fokus hier ganz klar auf Roku. Eventuell Fastly, da könnten wir nachher nochmal ein bisschen was zu schauen, aber hauptsächlich ist Roku eben hier gerade im Mittelpunkt des Geschehens.
Auch da, wir hatten bei Zillow ja in Bezug auf dieses Online-Real Estate-Business, so nennen wir es einfach mal, ja, eine Enttäuschung, oder eine Enttäuschung zu sehen bekommen, eine den Wachstumsausblick eintrübende Situation. Aber bei Roku war es jetzt eben so, dass man hier ganz konkret darauf verwies, also die Zahlen, ich zeige das mal ganz kurz, habe ich das überhaupt groß gemacht? Nee, habe ich gar nicht, okay. Also Roku hat gestern. Ein Moment. So, dann haben wir auch noch eine konkrete Zahl. Also Roku, zack, zack. So, das ist von Market Rebellion. Die bereiten das immer sehr, sehr schön auf. Revenue 680 Millionen. Das ist das, was enttäuschend war. Kleiner als erwartet. Hier steht keine Forward Guidance, aber die war ebenfalls eher nicht unterdurchschnittlich, aber zumindest mal nicht so wie erwartet seitens der Street. Und deswegen auch dieses Gap Down. Gewinn pro Aktie allerdings bei 48 Cent gegen 6 Cent erwartet. Also das hat überzeugt hier fürs letzte Quartal. Aber jetzt kommt genau der Punkt eben an dieser Stelle. Also, wir haben eben infolge dieser sogenannten, und man kann es dann hier sehen, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Und zwar da: Global Supply Chain Disruptions that have impacted the US TV Market. Also, ich war erst ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, weil ich mir dachte, okay, wir haben jetzt den US-Fernsehmarkt an der Stelle. Und wie sollen denn jetzt globale Engpässe in irgendeiner Form genau diesen TV-Markt betreffen. Naja, wenn man sich das Geschäftsmodell von Roku anschaut, dann sehen wir eben hier diese Multimedia-Spiele an dieser Stelle, beziehungsweise die damit verbundene Software. Die muss natürlich auch produziert werden, Software, Hardware, die muss natürlich auch produziert werden, damit man dann diese Dienste eben in Anspruch nehmen kann. Das hört sich jetzt an erster Stelle zwar halb irgendwie, naja, ich will mal sagen, nicht so spektakulär an, aber nichtsdestotrotz scheinen eben diese Lieferengpässe, die sich abzeichnen. Also hier kann man sehen, das ist der zweite Satz, der da steht hier in dem Wikipedia-Artikel. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf, außerdem durch, nicht ausschließlich, also der erste Teil, Multimedia-Spiele, durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software. Und genau auf diesen Hard-Aspekt bezieht sich eben dann hier dieser Verweis innerhalb dieses Releases, dieses Unternehmens, dieser Veröffentlichung in Bezug auf diese Earnings, nämlich dass man dort einfach Schwierigkeiten hat, dieser Nachfrage aktuell nachzukommen. Also das macht sich auch in deren Business einfach dann bemerkbar und sorgt dann eben dafür, dass man jetzt in der Vorbörse, und das kann man ja hier sehen, das ist da diese orangefarbene Button auf der rechten Seite, deutlich, also über 20 Dollar unterhalb dieses Schlusskurses von gestern eben veröffentlicht werden. Nichtsdestotrotz, nochmal, die Region, das kann man übergeordnet hier sehen, zwischen 2,70 bis 2,90, finde ich ehrlich gesprochen interessant. Nochmal, weil es einfach das untere Ende dieser Konsolidierungszone ist. Und weil man eben auch schauen sollte, da sind wir dann ähnlich wie bei Zillow, wo wir gleich noch einen Blick drauf werfen. Wir haben einfach hier sind im Hoch, also wir sind sehr weit ahead of ourselves gelaufen, infolge dieses Wachstumsausblickes. Haben uns also sehr weit von den damals veröffentlichten Zahlen eben tatsächlich hier veröffentlicht oder wegbewegt. Also man kann zum Beispiel an der Stelle sehen, dass wir relativ zügig eigentlich in profitable Gefilde vorgestoßen waren, aber nichtsdestotrotz eben zum Beispiel hier noch im August letzten Jahres, als die Zahlen veröffentlicht worden sind, einen negativen Ausblick für die Aktie hatte, also negative Earnings per Share, nur besser als erwartet lagen. Also wir sind dann allerdings relativ zügig schneller profitabel geworden, als das erwartet wurde. Was nochmal zeigt, okay, das zeigt diese Kursentwicklung, wo wir allerdings ahead of ourselves gelaufen sind. Und jetzt können die Zahlen eben mit diesem massiven Wachstum, was sie dort in Aussicht gestellt haben, nicht mehr mithalten. Und deswegen kommt es zu dieser breit angelegten Konsolidierung einfach. Aber der Wachstumsausblick, der bleibt trotzdem intakt. Und wir sind eben jetzt von roundabout 490 Dollar die Aktie. Hier jetzt unter 300 Dollar gelaufen. Das ist eine Korrektur von 200 Dollar von diesen Niveaus. Und das entspricht dann aktuell einfach einer Korrektur in der Größenordnung um die 40%. Das sollte man nicht unterschätzen. Also eine Wachstumsaktie mit dieser Forward Growth Rate von über 40%, die Roku hat an dieser Stelle, die ist durchaus etwas, was dann für die nähere Zukunft weiteres massives Wachstumspotenzial beinhaltet und wo diese Gefilde hier eben durchaus interessant scheinen aus chance-risiko-verhältnistechnischer Perspektive, besonders wenn man eigentlich alles in allem trotz dieser Supply Chain Interruptions eben entsprechend noch einen verhältnismäßig nicht nur starken Earnings per Share ausgibt, also Gewinn pro Aktie, sondern ebenfalls eigentlich inline hier den Revenue veröffentlicht, trotz dessen, dass man eben hier Schwierigkeiten sich abzeichnen sieht. Und also das scheint durchaus interessant aus dieser Perspektive und das ist natürlich auch heute dann natürlich interessant für die
Trading-Fraktion, oder aus trading-technischer Perspektive, das kann durchaus attraktiver Lauf sein, der sich hier abzeichnet, sollten wir dann wiederum jetzt allerdings zunächst auf der Short-Seite die 300 nicht zurückerobern. Also sollten wir in die Öffnung kurz reinpoppen und die 300 nicht zurückerobern, sondern überrollen gegen diesen Bereich, dann scheint durchaus nochmal denkbar, dass wir die Tiefs um 2,80 anlaufen, vielleicht 2,70, aber in dem Bereich würde ich dann eben eventuell nicht nur aggressiver im Stop werden, sondern eventuell Anzeichen einer Konsolidierung eben beginnen, kleinen vieler Long-Positionen längerfristig vielleicht zu handeln und dann potenziell vielleicht sogar oder ganz klar mit einem Bruch dieser sich herauskristallisierten Abwärtsstruktur, besonders hier, wenn man sich das auf der Stunde anschaut. So, lass mal ganz kurz hier zeichnen. So, dann wäre das ungefähr eine Rückeroberung der 100er Marke allerspätestens. Könnte man vielleicht davon ausgehen, dass wir jetzt eine potenzielle Bodenbildung beginnen zu vollziehen und dass wir gegen diese Bodenbildung dann eben ja, vielleicht sogar näherer Zukunft mit starkem erneutem Wachstumsausblick eben in Roku eine Outperformance dann sehen im TV-Streaming-Bereich, der dann eben vielleicht in den kommenden 12 Monaten wieder diese Region hier um $500 die Aktie vielleicht anlaufen lässt. Also das ist durchaus interessant, denke ich mal, ausgehend von diesen Earnings und wie gesagt auch diese Wachstumsausblicke und diese breite Konsolidierung, wo wir jetzt in den unteren Konsolidierungsbereich vorstoßen, das könnte chance-risiko-verhältnistechnisch super interessant sein. Zillow, wie gesagt, in Anführungsstrichen eine mittelschwere Katastrophe gewesen, dieser Earnings Release und dieses Abstoßen des Homeflicking Business. Aber wir müssen uns eben auch vor Augen führen, das sind ehemalige Hochs hier. Das hatten wir zum Thema gemacht. Das war die Region um 65. Ich war gestern selber überrascht. Die sind wir nicht nur angelaufen, sondern die sind wir sogar überschossen. Diese Region, mal ganz kurz hier, Zillow. Da, die 65er Region im Tief, leicht unterhalb, sogar bei 63 gehandelt worden. Aber wir sind eben jetzt sehr stark überdehnt auf der Unterseite. Wir sind sehr, sehr stark überdehnt. Wir sind hier von den Hochs gekommen um über $200, haben jetzt mehr als 60, fast 70% korrigiert. Und jetzt scheint mir durchaus auf diesen Flushout einerseits, na klar, also ganz kurz, rein technisch würdest du das Ding jetzt eher von der Short-Seite weiterspielen. Also du würdest sagen, okay, wir haben einen ganz schwachen Earnings-Release, einen ganz schwachen Tagesverlauf gehabt, also gibt es eigentlich keinen Grund in irgendeiner Form Zillow jetzt hier von der Long-Seite zu traden. Aber, und jetzt kommt genau der Punkt, wir haben dieses Gap-Down zu sehen bekommen auf diesen schwachen Earnings-Release, was aber irgendwie schon sich abgezeichnet hatte, erinnern wir uns dran. Wir sind ja schon relativ schwach eigentlich in diesen Earnings-Release reingekommen, und zwar nicht nur am Vortag, sondern eigentlich auch hier über die gesamten letzten Monate, eigentlich schon seit Beginn, eigentlich beginnend ab Februar. Wir haben uns nie wirklich erholen können von eben diesen damaligen Turbulenzen im Growth-Bereich, beziehungsweise hier im Bereich eben um den Zins und die anziehenden Inflationssorgen und dergleichen. Und das trotz des Umstandes, dass ja der Housing-Markt immer noch sich sehr boomend zeigt in den USA. Und jetzt sehen wir einfach hier nochmal so einen Gap-Down auf einen schwachen Earnings-Release und einen richtigen Flush-Out, der stattfindet. Die Aktie gestern über 20% verloren gehabt. Und jetzt ist so viel Skepsis irgendwie drin, dass man sich dann wiederum die Frage stellt, ob wir nicht mindestens ein Bounce-Potenzial haben, welches uns eben zurückführt, vielleicht sogar in Richtung des Schlusskurses von vor den Earnings in den 80er-Bereich. Das hatte ich gestern schon eben tatsächlich gesagt. Dass das jetzt so schnell ein Thema wird, hätte ich nicht gedacht. Ich will allerdings noch abwarten. Also ich hatte mich gestern schon kurzzeitig so, das war ging kurz vor Marktschluss, also kurz vor 9 gestern, hatte ich mich schon so ertappt gehabt und Gedanken, einfach mal einen Long reinstellen. Irgendwie sieht das ja ganz vielversprechend aus. Habe mich dann dagegen entschieden, weil es einfach zu früh wäre. Wir möchten ein klares Signal haben, dass wir nach unten fertig sind. Das könnte aber durchaus sich herauskristallisieren, wenn wir es jetzt heute schaffen, die 65 halten zu können. Das erkennt man hier nicht so gut, aber wenn man sich den vorbörslichen Handel betrachtet, da gehen wir nochmal ganz kurz hier in meinen Chart, dann erkennt man das, glaube ich, ganz gut. Wir haben gestern in den Abend hinein vielleicht erste Käufer gegen die 65er oder 64er Region mal hier zu sehen bekommen. Und wir haben diese Gegenbewegung haben wir halten können, beziehungsweise sehen jetzt, wir bauen hier gegen die 67er Region so eine erste kleine Unterstützung aus. Dieser Bereich, also hier kleines Konsolidierungstief, wo es dann nochmal ein Flushout in den Abend hinein gab, dieser Bereich, das ist die 65er Region. Wenn wir den zur Eröffnung anlaufen, nochmal kurz so einen Flush sehen, aber halten können. Vielleicht ein Stück weit höher ist es die 66, also 66, 65, so dieser Bereich. Wenn wir den halten können, dann sehe ich mich dazu geneigt, besonders wenn wir heute eben hier den volumengewichteten Durchschnittspreis in der Lage sind, zurückzuerobern. Der verläuft aktuell im Bereich um 67, 67,35.
dann würde ich mich geneigt fühlen zu sagen, ich bin hier mit kleinem Risiko willens, mich long zu positionieren, in Erwartung, dass es zu einem Bounce in Richtung der 70, vielleicht sogar einem Run darüber zurückkommt. Also wir müssen uns mal vor Augen führen, wenn wir jetzt die Mid bis Higher 70s, also das heißt 75, 77, 78 anvisieren, dann gucken wir hier auf eine Chance auf der Oberseite von $10 eventuell, Gegenbewegungspotenzial, wo wir maximal mit dem Risiko von einem Dollar in den Trade vielleicht reinkommen. Das kann ein CRV von 8, 9, 10 zu 1 tatsächlich versprechen, weil wir einfach auch so massiv, in Anführungsstrichen, overdone auf der Unterseite sind. Das übergeordnete Marktumfeld ist freundlich, das hatten wir gerade gesagt, S&P, Nasdaq, einfach auf diesen Taper, beziehungsweise diese anziehenden Zinsen, präsentiert sich an der Stelle eben freundlich. Weiter bullish, eigentlich grundsätzlich relativ stark. Da spricht eigentlich relativ wenig dagegen, nicht bei solchen Growth-Titeln, die so slaughtered sind, also so ausgeschlachtet worden sind, im Grunde genommen, dann entsprechend mal auf einen schärferen Bounce zu spekulieren. Also Roku, beziehungsweise Roku vielleicht mit einem kurzen Flashout nochmal, aber wenn wir uns gegen 270, 280 beginnen zu stabilisieren, mit Beginn auch längerfristig dann für einen Longplay, beziehungsweise eben bei Zillow sollten wir einen kurzen Flush sehen, aber die 65 halten können, dann könnte das durchaus ein interessanter Kandidat wie in vielen Bounce werden. Also nicht nur für heute, also für heute auch vielleicht, sogar eine starke Gegenbewegung, die sich stärker trendig präsentiert, sondern auch dann für die nächsten Tage. Also potenziell für einen Swing eventuell. Ja, das sollte man durchaus, denke ich, also ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also es sind durchaus sehr attraktive Kandidaten hier, die sich da vielleicht anbieten. Wenn ich das wüsste. Frage nach Tesla, wie weit kann es da noch gehen? Also ist ein absolutes Monster, um es mal nett zu formulieren. Also Monster trifft es wirklich gut. Unfassbar, ehrlich gesagt. Ich habe gestern, ich dachte, ich gucke nicht richtig, ehrlich gesagt, war so ein bisschen irritiert. Wir sind ja so ein bisschen beginnend topisch eben im Grunde genommen eigentlich so in den Tag hineingekommen. Auch jetzt mit Ausblick auf diesen Herz-Contract und ob das alles so seine Richtigkeit hat, ob dieser schon abgeschlossen wurde und so und dergleichen. Besonders, weil man ja auch hauptsächlich aus dieser Herz-Spekulation eigentlich diesen Run auf der Oberseite hier hat aufmachen können. Und ich hatte dann in dieser Konstellation eigentlich, ehrlich gesagt, mir schon gedacht, naja, vielleicht war das jetzt oder vielleicht ist das jetzt so ein bisschen derjenige, welche Grund, diesem bullischen Momentum zunächst mal ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, wir überschießen massiv auf der Oberseite, setzen seitwärts zu einer kleinen Konsolidierung an, können die 1150 halten, setzen gegen diese sich herauskristallisierte Aufwärtslinie hier oben rechts auf der Stunde und ziehen von dort wieder an. Schließen im Bereich der Tagesallzeithochs 1211. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das, was wir jetzt hier gerade zu sehen bekommen, das ist vor allem spekulativer Exzess. Ich glaube, das ist eine potenzielle sich auch herauskristallisierende Gamma-Squeeze, dass viele, auch Privatanleger, jetzt auf diesen mit Volldampf fahrenden Zug draufspringen. Da wollen wir mal ganz kurz einen Blick werfen auf die sogenannten Swaggy Stocks. Da wird man das auch erkennen können. Also, man wird das erkennen können, in Anführungsstrichen. Wir waren gestern schon mal drauf. Tesla ist der meistdiskutierte Titel hier bei Wall Street Bets bzw. Reddit. Warum ist das relevant? Das ist deswegen relevant, weil diese hier Retail-Trader hauptsächlich mit teilweise sehr weit aus dem Geld liegenden Call-Optionen arbeiten. Also das bedeutet etwas anders, dann die jeweiligen Stillhalter im Grunde genommen gezwungen werden, die Aktie physisch zu erwerben, umgesetzt im Fall, dass eine Ausübung kommt, was dazu haben. Also nicht, dass das hier eine Rolle spielt, das ist hauptsächlich werden diese Optionen Cash gesettelt, also bar ausgeglichen, aber du musst trotzdem gesetzt im Fall, dass es könnte ja sein, dass sich jemand dazu entscheidet, musst du natürlich vorbereitet sein. Und genau diese Nachfrage jetzt, die beschleunigt hier weiter entsprechend diese Aufwärtsbewegung, die wir auf der Oberseite zu sehen bekommen. Dieser Run ist ungehalten. Rein aus der institutionellen Perspektive werden die Niveaus nach oben unglaublich unattraktiv, gerade chance-risiko-verhältnistechnisch, weil du möchtest an der Stelle ein CRV haben von mindestens ja 2 zu 1, mindestens, also eher höher. Und das bedeutet, das ist was anders formuliert, wenn du jetzt ausgehend von diversen Analysten-Einschätzungen, und das findet man ja hier in der MarketsX-Plattform sehr, sehr schön ausgearbeitet in dem Download hier, das ist dann Refinitiv, das ist eine Möglichkeit, sich einfach Analysten-Kennzahlen anzuschauen, beziehungsweise fundamentale Kennzahlen und dergleichen. Und dann haben wir hier unten ganz kleine Box, da kann man dann die Kursziele ausgegeben sehen. Letztmalig geupdatet, da liegen wir jetzt bei 1300 im Hoch, beziehungsweise 1250 war Morgan Stanley. Also diese Niveaus haben wir nahezu schon fast erreicht. Wir haben hier das durchschnittliche Analystenkursziel, was natürlich sich zusammensetzt von allen befragten Analysten an dieser Stelle, haben wir
deutlich unterhalb, weil es noch einige sehr bärische gibt, die allerdings noch Potenzial für Upgrades eben haben. Und wenn man das dann in Verbindung setzt mit eben den Wachstumsaussichten von Tesla, haben wir über kurz oder lang ein Kursziel für die nächsten 6 bis 12 Monate um $1.500. Wenn wir jetzt schon um 1.200 handeln, dann sind nach oben noch $300 Chance bei zeitgleich, bei einer eventuell einsetzenden Korrektur in der Größenordnung hier von vielleicht $300, hast du ein CFV von maximal 1 zu 1, vielleicht sogar niedriger. An der Stelle, wenn die Korrektur ein bisschen tiefer, was ich mir wünschen würde, muss ich dir an der Stelle auch sagen. Also 800, glaube ich, ich hatte es schon mal gesagt und ich sage es immer wieder, das ist ein potenzielles Schnäppchen, sollten wir nochmal auf diese Trendlinie hier aufsetzen. Also, wie gesagt, Tesla aus dieser Perspektive eigentlich für Institutionelle eher unattraktiv. Das heißt also, was wir jetzt hier hauptsächlich sehen, so meine Interpretation, ist ein potenzielles Chasing auf hohem Niveau seitens von Privatanlegern, was wiederum das Ganze bis hierhin jedenfalls beginnt, auf so ein etwas tönernes Fundament zu stellen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier auf so einen kurzen Pop nochmal auf der Oberseite so ein Blowout Top zu sehen bekommen und dann sehr scharfen Rücksetzer. Ich würde aber nicht darauf wetten wollen. Also besonders, wenn ich mir diese jüngste, auch die Reaktion zum Beispiel auf die Earnings anschaue, die wir jetzt vor 2, 3 Wochen gesehen, 2 Wochen war es, zu sehen bekommen haben, das ist einfach, das ist so ultra stark, was Tesla hier hinlegt und das, was sich auch fundamental herauskristallisiert, wenn man das ein bisschen mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet, nicht aus der klassischen Perspektive, wie es sehr viele machen, also viele Analysten, die man auch in den Finanzberichterstattungen sieht, die kommen dann eben mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen zum Beispiel, also PE-Ratio und sagen dann, ja, wenn man da hier jenseits von Gut und Böse und Wachstumsaussichten und der Automarkt ist ja gar nicht so groß, wenn man nicht so groß oder rechtfertigt, nicht diese Wachstumsaussichten. Das Problem ist also erstmal KGV, das kannst du in dem Zusammenhang nicht wirklich heranziehen als Kenngröße, weil es sich um einen Growth-Titel handelt und Growth definiert sich nicht über klassische fundamentale Kennzahlen, die man aus der Betriebswirtschaft kennt, sondern eben ausgehend von der Erwartung des Marktes bzw. anhand anderer Kennzahlen, zum Beispiel Innovationsgrad, Software Innovation an der Stelle. Wir haben zum Beispiel die Research Innovation im übertragenen Sinne, die da eine Rolle spielt. Wir haben an der Stelle wie heißt denn das? Standort nicht, also so ähnlich wie Standort, Factory Innovation an der Stelle. Der Vorsprung, den Tesla hat in diesem Electric Vehicle Bereich im Vergleich zur Konkurrenz, Volkswagen in Deutschland, auch in dem japanischen Raum und dergleichen, der ist so groß, dass eben es nur sehr schwer vorstellbar scheint, dass Tesla nicht über kurz oder lang eben in den Club der wertvollsten bzw. zum wertvollsten Unternehmen sogar der Welt aufsteigt, ausgehend von diesen Wachstumsaussichten. Und wie gesagt, 1.500 ist mir ehrlich gesprochen noch ein relativ konservatives Kursziel. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Aktie, also auf den aktuellen Niveaus ohne Split-Adjustment und dergleichen, $2.000 eben steigt. Und das ist eben genau der Punkt, weswegen ich hier sehr, sehr vorsichtig wäre, auch weil einige Portfolio-Manager eben underweight Tesla sind in ihren Portfolios, das heißt also die Position aufstocken müssen durch die auch zunehmende Marktkapitalisierung, die Tesla beispielsweise innerhalb dann des ETFs wie dem Spider einnimmt und dergleichen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich wünsche mir auch eine Korrekturbewegung, allerdings nicht, weil ich mich in irgendeiner Form short positioniere und mit irgendwelchen Out-of-the-Money-Puts oder dergleichen agiere, sondern weil ich gerne wünschen würde, dass wir hier einen scharfen Rücksetzer sehen, möglichst auch in einem Flush, der mich dann gegen 800 noch einmal Tesla ins Portfolio nehmen lässt, also zumindest teilweise als Wachstumskomponente, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr wachstumsstarker Titel bleiben wird. Nochmal, also es ist eine gleiche Kerbe, in die Roku schlägt, aber Tesla spielt dann nochmal in its own League. Also das ist nochmal eine eigene Liga. Und das ist eben durchaus etwas, was Berücksichtigung finden sollte. Also besonders, wenn man dieser Finanzberichterstattung folgt, einfach ausblenden, einfach so ein bisschen Schritt zurücknehmen an der Stelle, sagen, ich lasse die Finanzberichterstattung sein, kommen hier zu meinen eigenen Schlüssen. Und diese Wachstumsgeschichte, ich glaube, die hat erst angefangen. Ich glaube nicht, dass wir hier schon fertig sind. Ich glaube, Tesla kann auch durchaus einige Meter auf der Oberseite machen, auch wenn wir jetzt natürlich hier Chance-Risiko-Verhältnis-technischen Gefilde vorgestoßen sind, die dafür unangemessen sind. Aber sollten wir überrollen, sollten wir diese Trendlinie auch brechen kurzzeitig, vielleicht einen kurzen Rücksetzer sogar sehen, unter 1150, vielleicht 1100, an der Stelle könnte durchaus das der Wegbereiter sein für eine tiefere Korrektur. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass wir uns eben jetzt in einem Umfeld befinden, wo der übergeordnete Markt da nicht mitspielt. Denn den brauchen wir an der Stelle als Haupttrigger für eine schärfere Korrekturbewegung. Und saisonal sind wir einfach sehr, sehr bullish in Equities, also in Indizes. Und das wird sich besonders dann in so starken Growth-Titeln wie Tesla nochmal eventuell auch noch ein Vielfaches potenziert in bullischer Performance vielleicht sogar widerspiegeln. Ja.
Ah, das ist interessant. Das habe ich jetzt auch schon von anderen Tradern gehört. Erstmal Glückwunsch. Bin seit 2013 dabei. Ja, ja, kein Wunder, dass du Zeit fürs Morning Meeting hast. Da musst du wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Ja, nein, nur Spaß. Ich glaube, was man machen kann in dem Zusammenhang, ist vielleicht kleine Teilgewinnmitnahmen auf den Weg zu bringen. Also dass man einfach sagt, ich verkaufe vielleicht 1%, vielleicht 5%, einfach mal einen Teil einfach als Cash. Vielleicht anderweitig in irgendeiner Form vielleicht sich interessante Investmentüberlegungen zwecks Diversifikation im Growth-Spektrum eventuell suchen. Wie gesagt, Roku beispielsweise. Vielleicht einfach mal sagen, ich nehme hier mal ein paar Euro mit und mache mir einfach mal ein Lens, fliege irgendwie schön in den Urlaub oder dergleichen, mache mir ein paar schöne Tage, ein schönes Weihnachtsfest, irgendwas. Lässt aber den Großteil der Position natürlich stehen, ausgehend von diesem Wachstumsausblick. Alternative Möglichkeit, vielleicht überlegen, einen Teil abzusichern in irgendeiner Form, beispielsweise über Optionen. Einfach an der Stelle mal zu sagen, wie gesagt, wenn wir unter 1150 vielleicht, 1100 rutschen, an der Stelle, dass ich da einen Put eben entsprechend habe im Portfolio, wo ich dann einfach sage, da könnte eine tiefere Korrektur sein, wenn diese aufgeht, also Laufzeit 3 bis 6 Monate eventuell, wenn dieser Trade aufgeht, dass man dann eben die Proceeds, also das, was man an Geld mit diesem Put macht, dann eben nutzt, um vielleicht nochmal zwei, drei Aktien dazuzunehmen. Einfach an der Stelle. Wäre auch eine Idee, um das bestehende Portfolio auszuweiten. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn man einfach was vergolden möchte, dann sollte man klein sich einfach ein bisschen belohnen. Das macht aus psychologischer Perspektive macht das Sinn. Es wird real, ja, und an dieser Stelle und man sieht, dass deine Geduld, ich meine, wenn man seit 2013 in Tesla ist, dann hat man schon das eine oder andere hoch oder tief durchlebt, beziehungsweise hier diese, also wir können mal sehen, ich weiß gar nicht, geht die Kurshistorie so weit zurück. Also wir kommen von sehr, 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 sehr weit unten. Sehr, 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 sehr weit unten. Lange Zeit der Konsolidierung und dann begann das eben ab 2020, begann das eben hier diesen Kursverlauf anzunehmen, der sich jetzt eben abzeichnet. Und dass man dann einfach an der Stelle sagt, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Chips vom Tisch vielleicht, belohne mich. Einen anderen Teil, wie gesagt, nimmt man vielleicht und sagt, Put-Optionen vielleicht in irgendeiner Form Absicherung, sollte es mal zu einer schärferen Korrektur kommen, die man dann wiederum eincasht, wenn sie denn aufgehen sollte, diese Absicherung, um nochmal ein bisschen nachzuladen, auf niedrigem Niveau zum Beispiel in diese Position hinein zu pyramidisieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die smarteste Herangehensweise. Zu Lucid müsste ich jetzt mich erstmal nochmal einlesen. Also, Lucid ist ja ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ein SPAC. Dazu hatte ich auch mal ein bisschen was gemacht in einem entsprechenden Tutorial. Lucid Motors, ich muss mal kurz gucken. Oder verwechsel ich die jetzt gerade? Einen Moment. Also Elektroautos, ja. Oh, ich verwechsel die jetzt, glaube ich, gerade. CCIV. Mir war irgendwie so, als wenn die doch was mit. Hier, doch, da sind sie doch. Am 17. September. Lucid Motors gab bekannt, dass sie mit dem Public Investment Fund von Saudi-Arabien Gespräche über die Finanzierung im Wert von 1 Milliarde führen. Das ist im Luxussegment, sind das Electric Vehicles, ne? Das war das Richtige. Müsste ich wirklich mich erstmal einlesen. Also auch in Bezug auf die fundamentale Situation. Ich habe jetzt auch gelesen, hier Rivian war das zum Beispiel. Da läuft auch gerade einiges oder auch Lordstown an der Stelle, wobei Lordstown, glaube ich, so ein bisschen, das ist BBIG, wenn ich mich richtig entsinne. Ist das richtig? Nee, sorry. Wieder verwechselt. Das war aber, glaube ich, auch so ein Spack an der Stelle. Da müsste ich erst mich einarbeiten, wirklich, in welcher Hinsicht das sich darstellt. Allerdings, wie gesagt, also Tesla spielt da auch aus rein fundamentaler, realer Perspektive einfach in der League of Its Own. Deswegen, also da würde auch wirklich mein Hauptfokus drauf liegen, weil auch da das Hauptvolumen läuft, weil da einfach auch in dem Zusammenhang die besten Erkenntnisse auch aus fundamentaler Perspektive eben tatsächlich vorherrschen. Deswegen würde da definitiv mein Fokus drauf liegen. So, jetzt sehe ich gerade, da kommt noch eine Frage zu WTI. Gehen wir mal vom Einzeltitelbereich kurz rüber. Gold, Silber hat sich unwesentlich verändert. Da wird man hier sehen, das ist eine sehr, sehr choppige, seitwärts gerichtete Price Action. Gestern mit einem kurzen Flushout hier auf der Unterseite. Besonders auch in Silber hat sich die Bewegung
nicht nochmal beschleunigt, doch nochmal beschleunigt. Gestern, da gab es einen kurzen Flush in Richtung der 23 mit entsprechendem Bounce, der sich hier herauskristallisiert hat. Trotz auch dieser Aussicht auf einen Taper, vielleicht auch deswegen eben der Ausblick für Gold-Silber sich jetzt beginnen, so ein bisschen aufhellend. WTI, ich guck mal kurz. Wo haben wir sie denn? Spot, da. Okay, also da ist auf jeden Fall erstmal dieser Bruch erfolgt. Der Trendlinie. Hier, wir hatten das zum Thema gemacht, da oben die Stunde. Obwohl, nee, Moment. Stimmt das? Hier ist die Seitwärtskonsolidierung. Was hatten wir hier zum Thema gemacht? Ich muss mal das ganz kurz überlegen. Muss mal kurz jetzt über. Ach so, Moment, jetzt sehe ich das gerade, was das Problem ist. Ja. So, den nehmen wir mal ganz kurz hier raus. Wir hatten diese Trendlinie hier zum Thema gemacht gestern. So, die ist gebrochen worden. Also, hier kann man es erkennen. Wir hatten gestern gesagt, gegen die Trendlinie potenziell long und dann kam hier ein Flushout. Ich habe jetzt nicht geschaut, das vielleicht getragen durch die Zahlen, die da zu den Rohöllagerbeständen veröffentlicht worden sind. Könnte sein. Gestern war Mittwoch. Ich habe es nicht verfolgt. So, Break. 81, im Tief sogar kurz unter die 70 hier in dieser Indikation gelaufen. Werden jetzt zurückgekauft, handeln wieder um 81, also starke Bounce-Bewegung. So. Ja, nunmehr, das ist eine Schlüsselregion, die wir jetzt gerade da vorstoßen dürften. Das ist dieser Bereich hier. Diese Region ungefähr. Deswegen, weil das eine ehemalige Unterstützung ist, hier offensichtlich, also 81er Level oder Region, es ist ein rundes Level. Und die haben wir gestern eben hier gebrochen. Ja? Also das heißt, entsprechend hier, da korrespondierte das auch mit diesem Bruch dieser Trendlinie an dieser Stelle. Und was wir jetzt sehen wollen würden an der Stelle, wäre, dass wir eine Rückeroberung dieses Levels zu sehen bekommen. Also das heißt, hier brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen Geduld, bevor wir da weitere Entscheidungen treffen, wie wir weiter verfahren in Crude. Sprich, etwas anders formuliert, ich könnte mir vorstellen, dass wir gegen diesen Bounce, weil wir es auch eine relativ starke Gegenbewegung hier sehen, vielleicht erstmal einen Rücksetzer sehen. Dann gucken wir mal, ob die, das ist wahrscheinlich so die 80er-Region, ne? Ja, die gehalten werden kann. Das ist ungefähr 80. Wenn wir von dort wieder aufdrehen, dann ist die Frage, schaffen wir es hier, die 81 zurückzuerobern? Und wenn wir die dann halten können, dann könnten wir uns nochmal überlegen, long zu positionieren. Ich glaube, der übergeordnete Ausblick für Crude Oil, der bleibt long. Demnach. Wie gesagt, jetzt, nachdem wir gestern diesen Bruch hier auf den Weg gebracht haben, wollen wir jetzt allerdings erstmal sehen, dass die Bären in Anführungsstrichen die Kontrolle wieder abgeben. Aktuell, wie gesagt, eine Gegenbewegung. Jetzt schauen wir erstmal, ob die 81 zurückerobert werden kann. Alternativ natürlich zu diesem Bounce gegen diesen Bereich und dann im Halten der 80, was ein höheres Tief ausbildet, was charttechnisch interessanter wäre, gleich eine Rückeroberung und halten mit entsprechender dann bullischer Bewegung. Also das Schlüssellevel ist die 81. Wenn wir in der Lage sind, die besonders auf Schlusskursbasis zu halten, dann könnte das zeigen, dass da jetzt ein kurzfristiger Boden nach diesem Flushout eben tatsächlich drin ist, dass das nur ein kurzer Flushout eben war. Aber wie gesagt, da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Geduld. Da müssen wir mal gucken. Wochenschluss vielleicht hinein, wie dann vielleicht gehen wir, verfahren wir dann oder schauen wir dann, wie sich das Bild in der nächsten Woche darstellt. Ah, okay, ja, das ist gut. Okay, das mit den, genau, mit den Luxus-EVs, das hatte ich noch im Hinterkopf und dann zwecks Finanzierung eben, um dann früher oder später den Mainstream eben zu beliebern. Das ist aber genau der, nämlich der Punkt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, die werden schon ein entsprechendes Geschäftsmodell haben, aber ich glaube, viele, die jetzt in diesem Segment beginnen zu wildern, ja, so kann man es vielleicht zusammenfassen, also Electric Vehicle Mobile. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch versuchen, hauptsächlich durch entsprechende oder durch den Hype gerade in diesem Bereich eben und von der Spekulation und von diesen massiven Wachstumsaussichten in diesem Bereich eben zu profitieren. Alleine der Umstand, dass eben Lucid zum Beispiel ein SPAC ist, also das heißt im Grunde genommen den Börsengang über solch eine Firmenhülle von CCIV gemacht hat, lässt mich schon mal so ein bisschen skeptisch werden. Also nicht, dass das nicht ein legitimer Weg ist, aber es ist zumindest mal so, auch im Hinblick eben, wie gesagt, auf die Verbindung mit Saudi-Arabien an dieser Stelle eben und auch dem Ausblick, dass das Unternehmen, sofern ich glaube ich es zusammenbekomme, auch mal kurz an der Brink of Bankruptcy stand, also kurz vor dem Bankrott. Das ist so eine Sache, wo ich mir sage,
ich bin noch nicht so überzeugt davon, dass das eine langfristige Growth Story ist, oder dass man nicht da eventuell versucht, nur einen schnellen US-Dollar zu machen mit entsprechenden Management-Entscheidungen, die vielleicht nicht so visionär oder langfristig ausgerichtet sind, wie sie beispielsweise Elon Musk mit seinen Entscheidungen, zumindest in Entscheidung, die er mir gegenüber vermittelt. Ja, auch wenn es sicherlich einige oder andere Herangehensweisen seiner gibt, die diskussionswürdig sind, also Pump and Dump zum Beispiel, Kryptos oder so. Aber es ist zumindest mal so, dass das immer so ein bisschen bei mir so ein bisschen die Alarmglocken schrillen lässt. Also das ist, wie gesagt, ja, das ist so ein, ich will nicht sagen Trittbrettfahrer, aber so ein sich so ein Verstecken im Hintergrund oder im Windschatten mitgezogen werden in diesem Hype gerade aktuell. Allerdings der langfristig eventuell nicht so ausgelegt ist oder so viel Erfolg verspricht, wie es dann eben im Fall von Tesla beispielsweise wäre. Ausgehend eben von der Gesamtinfrastruktur, die Tesla dort über die letzte Dekade, möchte man mal so vielleicht sagen, aufgebaut hat. Und deswegen, also das ist so der Hauptgrund, warum da eben mein Hauptfokus für besonders längerfristige Engagements, sofern sie dann eben beginnen, eine Rolle zu spielen, eben eher auf den in Anführungszeichen Big Playern bzw. etablierten Unternehmen eben tatsächlich liegt. Und zudem muss man natürlich auch sehen, dass die Größe von Tesla, die aktuell ja mittlerweile eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar umfasst, die Größe auch im Hinblick auf die Big Player im Spider zum Beispiel, dann also im ETF und dergleichen, Kapitalzuflüsse, Investoren anziehen, Gelder eben akquirieren, die tatsächlich dann also an der Stelle solchen beispielsweise Anbietern wie Lucid oder beispielsweise Rivian eventuell verwehrt blieben an der Stelle. Und das ist eben etwas, was dann noch zusätzlich auch besonders für längerfristige Engagements interessant wird. Das heißt aber nicht, dass kurzfristig Lucid, Rivian und Co. nicht eventuell mega spannende Titel zum Trading sind. Also das hatten wir ja auch immer im Hinblick auf die SPACs gesagt, wo ich meinte, dass wir eben hier trotzdem ein Paradies für Daytrader, so hatte ich es glaube ich formuliert gehabt, eben tatsächlich vorfinden. Ja, Dwag auf dem Schirm schon, gesehen ja, aber getradet nicht. Hat auch damit zu tun, dass eben es unglaublich schwer wird, da auch Short oder Shares zu finden. Tatsächlich. Also wenn ich Dwag traden würde, würde ich Dwag nicht von der Long-Seite, sondern eher von der Short-Seite traden. Als sogenannten Backside an der Stelle. Ich habe das auch ein bisschen aus den Augen verloren. Stimmt, aber bei $63. Na, guck mal an. Also hier ganz besonders. Das war also diese massive Übertreibung auf der Oberseite, die da stattgefunden hat. 22. Oktober, 25. Oktober. Ah, sehr cool, okay. Ah, ich habe gerade hier eine Nachricht gekriegt. Das ist cool. Ja, also, Dwag, ja, gehört von, ja schon, aber getradet nicht, beziehungsweise extrem schwierig im Hinblick eben, wie gesagt, auf Shortable Shares. Als CFD, glaube ich, gar nicht verfügbar. Also, würde mich schwer überraschen. Außer natürlich, ihr seid bei Markets an der Stelle. Bei Markets gibt es das. Das ist ja nicht schlecht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also das habe ich hier nicht so wirklich beobachtet. Aber ja, ihr seht, also allein erstmal die Spreads natürlich mega weit. Aber der Hype, der da stattgefunden hat, okay, das ist cool. Also das ist cool. Also ihr seht, hier könnt ihr das sogar als CFD tatsächlich traden an der Stelle. Natürlich großer Vorsicht zu genießen, auch im Hinblick auf die Spreads, aber ja, noch ein Grund mehr, warum Markets an der Stelle. Das ist mir durch die Lappen gegangen. Also, wie gesagt, auf dem Schirm gehabt, ja. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass die Aktie da tradebar gewesen wäre. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt bin ich gerade positiv, jetzt bin ich gerade nicht nur positiv, sondern jetzt bin ich gerade beeindruckt. Jetzt bin ich wirklich beeindruckt. Dürfte der einzige Broker sein. Gibt, glaube ich, keinen anderen CFD-Broker, der solche SPACs-Querstrich eben hochspekulativen Aktien im kurzfristigen Bereich anbietet. Ja, das ist ein schöner Schlusssatz. Ja, also, wenn ihr Interesse habt, hier einmal Markets X Handelsplattform. Ich schicke euch mal ganz kurz den Link, stelle ich den mal kurz ein. Muss mal ganz kurz suchen, ob ich den jetzt hier auch ganz schnell finde. Und dann wäre es soweit auch zunächst einmal meinerseits erst einmal gewesen für heute. Moment, wo sind wir jetzt? Wo haben wir sie denn? Wo sind sie denn? Da. So, da ist einmal in der Chatbox nochmal der Link. Hier ist die Markets X Handelsplattform. Ja, soweit meinerseits. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, habt Zillow auf dem Schirm, habt BBBY auf dem Schirm, habt Roku auf dem Schirm im Einzeltitelbereich. Wer spaßlose Laune hat, der hat auch Dwaki auf dem Schirm, DWAC.
Digital World Acquisition, wie gesagt, Social Media Plattform von Donald Trump. Auch super lustig, was da so im Hintergrund abgeht. Habe ich auch in der Discord-Community geschrieben gehabt, tatsächlich, wie sich da die Managementstruktur zusammensetzt, äußerst, äußerst interessant. Zeigt, in was für verrückten Zeiten wir aktuell erleben. Morgen schauen wir drauf, was heute die Zahlen nachbörslich geliefert haben. Natürlich hier nochmal ganz kurz der Blick für alle Earnings, die heute nachbörslich anstehen. Square, Pinterest, Uber, das sind definitiv interessante Kandidaten. Morgen vorbörslich Coinbase, Stichwort stark positiv korreliert zu Bitcoin, DraftKings, eventuell DKNG. Wie gesagt, wir schauen uns heute Roku an, Fastly eventuell auch noch ein Play möglicherweise wert. Und soweit erstmal meinerseits. Ich wünsche euch jetzt Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wie gesagt, gerne, wenn ihr mögt, den Kanal abonnieren, so rum. Gerne ein Like hier lassen, gerne Fragen unterhalb des Videos einstellen. Und ja, soweit sei es das meinerseits erstmal gewesen. Also, habt euch wohl, Happy Trading, passt auf die Stops auf, macht's gut, bis dann und tschüss.